Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part haben... ging es denn nicht noch weiter? Haben wir die Mine im Banditenlager betreten. In Yakandar. Und da oben ist ganz viel Gold, an das wir nicht rankommen. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klumpen, an die ich nicht komme. Aber dafür sind hier unten noch 2. 6 oder 7 habe ich damit gesehen. Wir hacken hier erstmal kurz den Rest auf jeden Fall weiter ab, um hoffentlich unsere Fertigkeit noch zu steigern. Ansonsten halt natürlich einfach, um an Geld zu kommen. Wir haben schon 75%. Oh nein, ich konnte gerade einen Trümmerschlag erkennen. Mach ich auf jeden Fall. Aber es verbessert sich irgendwie nicht mehr, was irgendwie ärgerlich ist. Da gibt es nichts mehr zu holen. Gut, machen wir den Klumpen hier noch. Der ist nicht so weit entfernt. Komm schon. Ja. Mann, wieso verbessert sich meine Fertigkeit nicht? Ich bin zwar schon ein verdammt guter Buddler, aber 75% ist noch nicht 100. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob 100% überhaupt geht, aber keine Ahnung, so auf 80 hätte ich schon Bock. Oh, nein. Nein, kein Trümmerschlag mehr, schade. Steht es hier eigentlich auch irgendwo? Nö. Schade. Speichern. Stufe 25 sind wir mittlerweile. Das ist doch endlich mal was Gutes, oder? Ja. Wie viele Lernpunkte habe ich? 52? Ne, 63, stimmt. Ich bin ja nochmal aufgestiegen. Cool. Pilz. Knilz. Pilz. Pilz, Knilz. So. Dann habe ich das hier erledigt. Wird Garrus mir dafür irgendeine Belohnung geben? Oder muss ich dafür dann mit Bloodwind sprechen? Wobei, Bloodwind ist das ja egal, ne? Hey. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwind ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwind herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Das ist gut zu wissen. Wusste nicht, dass der da so kooperativ ist. Dann nutze ich doch den Moment, um mir nochmal kurz ein paar Heiltränke reinzudröhnen. Und ich denke auch, um mir gleich meine Paladin-Rüstung anzuziehen. Hm? Hier unten sieht mich ja keiner. Wenn er sich schön in die Mitte des Raumes stellt. Okay, Duell mit Bloodwind. Niemand bekommt's mit, hoffentlich. Ja, stell dich ganz weit weg, dann kann ich die Rüstung anziehen. Hey. Hey, du. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Bis jetzt. Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Ach, du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Und wer glaubst du, hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Ach, du mieser Hund. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Er hat wohl keine Zeit, um wählerisch zu sein. Ich muss gerade mit Monkey Island anspielen. Ach, du mieser Hund. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! Ja, das Problem, was ich habe, ist, ich würde halt gerne jetzt mal eben meine Paladin-Rüstung anziehen, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit gar nicht. Ja, aber so schaffe ich den ja auf gar keinen Fall. Das geht ja so gar nicht.
Vielleicht funktioniert das irgendwie, wenn ich schnell genug bin. Ich könnte natürlich... Ah, ich habe eine Idee. Wenn ich... Ah ja, okay. Okay, probieren wir es mal. Das kennen wir. Bla 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 bla. Genug geredet. Es ist so. So, komm her. Dann nehme ich schon gleich ein ganzes bisschen weniger Schaden auf jeden Fall. So, schnell die Banditenrüstung wieder auspacken. Und vielen Dank dafür, Bloodwinds Kopf. Bloodwinds Schlüssel. Habe ich den Kopf jetzt auch? Nö. Aber ich habe ihn trotzdem. Speichern. Nochmal speichern. So. Das hat doch gut funktioniert. Ich hoffe, die da oben sind jetzt nicht aggro, weil ich eine andere Rüstung anhatte, aber ich denke mal nicht, ne? Lalala. Hey. Na? Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Moment mal. Du bist ja jetzt quasi schon geswitcht auf hat sich in der Höhle umgesehen, rein in der Mechanik. Deswegen möchte ich mal gucken, ob du jetzt noch was Neues zu sagen hast. Nein. Okay. Das ist wie mit Fisk, ne? Wenn ich mit dem Händler und der handle und er sagt, komm mit zu meiner Hütte und wir reden und ich ihn direkt wieder anspreche, dann hat er halt schon quasi im System den Switch für, er steht vor seiner Hütte und möchte handeln. Obwohl er noch lange nicht in seiner Hütte war. Deswegen. So, und wo geht's denn hier noch hin? Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwind. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwind geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bloodwind hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Taurus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ja. Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen. Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal. Bloodwind ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwind gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgend... Er muss einfach mit drin. Na gut, okay. Man muss eben aufpassen, dass man so rum ist. Dann schaue ich mich da trotzdem. Immerhin weiß er jetzt schon mal, dass Bloodwind tot ist. Das ist eine gute Sache. Fleischwanzen! Lass ihn. Ich kill nur die Fleischwanzen. Chillt mal eure Base. Dafür seid ihr mir doch jetzt nicht böse, oder? Hey. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Hä? Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Hier, trink das. Danke. Das hat mir gut getan. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Na gut, Pardos. Vielleicht würdest du mir die Hilfe dann irgendwann zurückgeben. Patrick, Monty, das sind alles Leute, mit denen ich reden kann. Und ich habe keinen Timer angemacht. Ich rechne jetzt einfach mal mit, keine Ahnung, ich bin bei 8 Minuten oder so. Start.
So. Vielleicht bin ich auch schon bei 10. Keine Ahnung. Ich mache einfach bis 30. Hey, du. Was muss ich übers Gold hacken? 80. Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe. Und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Patrick, okay. Ich hätte ihn jetzt Patrick oder zumindest Patrick ausgesprochen. Aber gut. Hey, du. Patrick. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt er von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Gut. Das heißt, ich muss noch mit Taurus reden. Aber ist egal, ich muss ja eh noch mal aus der Mine raus. Mit Taurus und dann noch mal mit der Sklavenwache. Aber jetzt will ich erstmal hier noch weiter gucken. Und ich müsste jetzt schon bei 80% sein, ne? Da unten war ja nichts weiter, genau, da war ich schon. Oder kann mir hier jeder Sklave eigentlich noch irgendwas erzählen? Über... Hey, über das ich Hacken? Hab nichts getan, lass mich... Okay, nein. Nö. Und auch nicht die Buddler, die da unten waren. Da kann hier. Man sich nicht drauf verlassen. Oh. Was muss ich übers Goldhacken wissen? 90%. Kopfarbeit, Junge. Goldhacken ist reine Kopfsache. Versuch nicht, den Fels zu bezwingen. Er ist härter als du. Mach dich von allem frei und versuche, eins zu werden mit dem Gold. Dann ist es wie ein Gebet, eine Meditation. Hey, du. Du noch? Was muss ich übers Gold hacken? 95%? Immer von unten nach oben hacken. Das ist zwar schwierig, aber auf diese Weise kriegst du mehr Gold aus dem Gestein. Da hat mir jemand anderes aber was anderes gesagt. Und sagst du mir jetzt den letzten Tipp? Nee, du sagst mir nicht den letzten Tipp. 95%, komm schon. Hey, du. Aha. Was muss ich übers Gold hacken? Beinarbeit, das ist alles Beinarbeit. Die Kraft und der Schwung kommen aus den Beinen. Damit dürfte ich jetzt 100% haben, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ist das hier Diego? Mit mir kann man das ist genau das Gesicht von Diego, oder? Okay. Hast du noch irgendwas Relevantes? Bitte schlag mich. Nee. Da. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Gut, bla. Ich mach das mal. Nein. Was willst du? Weiß nicht. Blablabla. Okay, nein, er weiß nichts. Gut, dann frage ich jetzt bei Finn noch einmal ganz kurz wegen meinem Skill, weil ich habe ja 100% jetzt, ne? Hey. Hey. Genau das habe ich auch gesagt. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein Guru unter den Buddlern. Damit bist du jetzt so gut wie ich. Herzlichen Glückwunsch, Partner. Dankeschön, sogar noch 300 DP dafür kassiert, warum nicht? Fehlen auch wieder knapp nur noch, na gut, 11.000 zum Level, das ist noch ein bisschen. Gut, dann geht's jetzt hier unten rein, hier war ja auch irgend so ein Tempel. Ich hoffe, das ist noch nicht der Tempel, wo jetzt Raven ist, weil ich will nochmal in den anderen großen Tempel, wo Raven war. Alles mal angucken, vielleicht hat irgendjemand immer noch so irgendwas dabei, wie man unschwer erkennen kann, ist das hin und wieder mal der Fall. So, ich muss gleich noch meine Goldklumpen abgeben, darf ich nicht vergessen. Oh Mann, die armen Sklaven, einfach alle tot. Einfach.
weg. Goldener Ring und eine Sichel. Dass die keiner hier gefunden hat und sich damit gewehrt hat, höre ich hier gerade mehr? Meeresrauschen? So, speichern. Wenn da drin ist, was passiert, gehe ich nämlich nochmal zurück. Hallo? Oha, was ist das denn hier für eine Grube? Das ist ja interessant. Kann ich hier mit irgendwo interagieren? Nein, aber das hier sieht aus, als könnte das hoch oder runter fahren. Dafür müsste ich nur die Worte sprechen. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber ich kann leider mit keiner Sache hier irgendwo interagieren. Na gut, dann gehe ich mal zu Raven. Ist das die Stimme? Ich gehe erstmal zu Torus, stimmt. Und zu dem Crimson. Keine Ahnung, ob der hier vielleicht im Deutschen ist, auch wirklich dann noch. Also, das Spiel ist ja deutsch, aber ob die den vielleicht noch Crimson genannt haben oder Crimson. Keine Ahnung. Hier, hey. Ich hätte gerne noch ein bisschen Geld, bevor du stirbst. Ich meine, bevor. Lass uns tauschen. Moment mal. Was war das gerade? Achso. Klar. Lass uns tauschen. Jo. 850 Gold. Pff, warum nicht? Ich habe ernsthaft gerade nochmal 85 Gold mit dem Hacken gemacht. Nicht schlecht. Und ich habe jetzt, wie viel Gold? 9175. Ich kann mir jetzt fast zwei Erzklinge leisten. Und das, obwohl man nur eine haben kann. Also nur auch. Ich glaube wahrscheinlich auch nur eine haben kann. Ne? So, ich hack mir nochmal ein bisschen was ab, weil Geld kann man immer gebrauchen. Weil hier ist irgendwie nochmal einer frei geworden. Keine Ahnung warum, aber warum auch nicht, ne? Aber der rechts neben mir, der sollte schon leer sein, oder? Ich glaube, ja. So, da gibt's nichts mehr zu holen. Der ist schon leer, oder? Nö, noch nicht? Ah, doch. Gut, dafür hole ich mir auch nochmal schnell das Geld. Und dann geht's ab zu Torus. Hey! Lass uns tauschen. Vielen Dank nochmal für 240 Gold. Dann dürfte ich jetzt schon fast bei 9500 sein. Und damit immer näher an der 10.000. Ja. Gehen wir hinaus zu Torus. Ich hätte auch gern irgendwie mir noch den Doppelhammer gegeben. Und es ist Nacht. Ja, ich merke schon, was der Typ da unten meinte. Man checkt da unten nicht, was für eine Tageszeit es ist und so weiter. Den Kram nehme ich mal lieber nicht mit. Oder wird denn jemand aggro, wenn ich das nehme? Nö. Das ist schön. Dann kann ich mir das ja doch mal mitnehmen, alles hier. Dann will ich da nicht drauf verzichten. Genau wie auf den Fisch. Die Frage ist, wie sieht es mit dem Zeug hinter der Theke aus? Ich bin da eigentlich hier eine gefragte Nummer, ne? Eigentlich. Sollte es euch eine Ehre sein, dass ich euer Zeug nehme? Nur die Truhe, die traue ich mich jetzt nicht zu knacken, mache ich jetzt nicht. Ich werde hier ja eh wahrscheinlich alle noch killen. Leider. Aber vielleicht auch nicht. Ich denke, ich werde einfach dafür sorgen, dass die Sklaven freigelassen werden und dann nur Raven killen. Bloodwyn ist tot. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Bloodwyn ist besser dran, wenn er tot ist. Ja. Ich dachte, du sagst vielleicht auch irgendwas noch, was Bedeutung für mich hat. Nee, es sieht nicht danach aus. Vielen Dank dafür. Cool. Wirklich. Bin ich richtig glücklich drüber. Danke, Kumpel. Gut. Torus. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwyn aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht?
Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorgt dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Das ist die eine Sache, die ich wirklich noch ganz, ganz wirklich, wirklich gehofft hatte. Also, dass Torus sich noch auf meine Seite schlägt, weil ich mag Torus. Ich mochte Torus damals schon, deswegen habe ich Torus damals nicht gekillt. Als einziges. Ich bin vor ihm weggelaufen, während er mich fast zu Tode geschossen hat mit seiner Armbrust. Das werde ich nie vergessen mit meinem Gothic 1 Let's Play. Ich kann übrigens nach wie vor, egal wie bescheuert das klingt, mein Gothic 1 Let's Play jedem von euch echt ans Herz legen. Das ist, glaube ich, eins der besten, wenn nicht sogar das beste Let's Play, was ich hier gemacht habe. Also das Beste wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall unter die Top 5 würde ich es auf jeden Fall sehen. Ha? Ja, so. Gut, dann gehen wir jetzt mal eben die Gefangenen freilassen und dann geht's ab zu Raven. Und schön, dass hier in dem Lager doch Kooperation noch herrscht. Und ich würde Skatty auch jetzt wirklich nicht unbedingt töten wollen. Und vor allem nicht die ganzen Buddler. Auch Snarf nicht. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, der Koch aus dem ersten Teil, aus dem alten Lager. Und das finde ich echt cool. So, Kumpelblase. Übrigens, dass hier der Sound vorhin so komisch war, weil ich wieder im Türbogen stand. Und da sind zwei verschiedene Sound-Dings. Okay. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ja. Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Kann ich dir auch eine Suppe geben? Geben. So, Leute. Bitte, ihr seid frei. Hey, du. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Tschüss. Das ist schön. Fortschritt über Fortschritt. Wir sind auch schon wieder kurz im Levelaufstieg, wenn ich bedenke, dass wir gerade noch 1100 brauchten irgendwann. Ich jetzt schon wieder 500 EP und 300 und dies und das und bla bla bekommen habe. Da fehlt ja nicht mehr viel. So. Gucken wir uns das jetzt mal an. Doris hat gesagt, er kümmert sich drum. Scheint sein Wort zu halten. Danke. Ich habe ihm jetzt nur so ein Zunicken. So. Ja, wir verstehen uns, alles klar, cool. Warum habe ich ihm eigentlich nicht gesagt, dass sie einfach den Teleporter benutzen sollen? Oha, Gardist. Hey, langsam, du kommst nicht rein, also verschwinde. Geh aus dem Weg, ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwind? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Danke. Ich fand das cool mit dem Bloodwind-Bosskampf, muss ich sagen. Diesen Mini-Boss zwischendurch. Das hat man auch nicht so häufig in dem Spiel. Dieses Duell, auch wirklich wie so in der Boss-Arena quasi. Was ist das denn jetzt hier noch für ein großes Ding? Gut, dann gucken wir mal. Oh, die ist gar nicht verschlossen, obwohl da ein Schloss drin. Rüstung von Raven's Garden. Ja. Bitte. Das ist die Gardistenrüstung, die man damals in Teil 1 nicht bekommen konnte. Wenn mich nicht alles täuscht. We'll be right back.
gut zu wissen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, diese Sequenz hier reinzuschneiden. Und ich hoffe, man hat mich jetzt gerade gehört. Test, Test. Weil ich habe jetzt direkt zu Beginn des Parts wieder angefangen zu reden. Und da gibt es ja manchmal Probleme. Ich schaue mich erstmal... LOL. What the fuck, was ist... Die sind jetzt aber nicht alle so geworden, oder? What the fuck? Das ist echt gruselig. Ich muss gleich draußen mal gucken. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle so. Das wäre echt scheiße, aber ich glaube nicht dran. Kannst du bitte mal den nächsten servieren, lol. Anvisieren immer. Was habe ich denn da gerade für einen Move gemacht? Den kannte ich ja noch gar nicht. Jetzt ist... Oh, Leute. Boah. Das ist echt gerade mega anstrengend. Kann das jetzt bitte mal... Danke. Den nächsten bitte. Okay, die sind ja ein bisschen langsamer. Dann nutze ich den Moment doch mal so hier. So, der nächste bitte. Ja, kannst du bitte den anvisieren, der näher dran ist, Alter. Bin ich gerade ein Level aufgestiegen oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich glaube nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Nee, noch nicht. Aber wird, glaube ich, auch nicht mehr lang dauern, ne? Wie gerade schon gesagt. Die Gegner sind halt wirklich nervig, weil die sind mega langsam, aber schreiten immer 10.000 Meter zurück. Hä, es will immer noch 1.000? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Gar nicht bei keinem hier. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Jetzt muss ich aber mal gucken, sind die jetzt alle so geworden? Bitte nicht. Ich hoffe, das war nur in dieser einen hässlichen, verfluchten Halle jetzt so. Bitte. Ja, okay. Denn da draußen geht's gut. Sehr gut. Ich hatte jetzt echt gerade Angst um Skeddy und Taurus. Und Garrus. Gut, dann gehe ich da geradeaus erstmal weiter, weil da schien es noch eine ganze Menge Loot zu geben. Ach, da hinten ist er noch einer. Hä, lebt der? Nee, ist auch so einer. Na komm, machen wir das erstmal. Oh nee, noch zwei, ernsthaft. Ach, da habe ich ja gar keinen Bock drauf gerade. Treffer und das hat mich. Deswegen machen wir nochmal die Rolle. Wow. Kannst du bitte das... das Schwert ausrüsten? Danke. Oh Gott. Ihr habt meine Tasten gerade gehört, oder? Ich habe die Tasten tausendfach gespammt. Geht es beim Rückwärtsgehen nicht, oder? Das könnte der Grund sein. Okay. Hab mich nicht beschwert. Alles super. Nichts zu holen. Ich finde es übrigens toll, wie er einmal hier schon wieder fast seinen Namen gesagt hat. Als wir in dem Lager hier angekommen sind, glaube ich. Aber er wieder mal unterbrochen wurde bei Ramon. Und man deswegen seinen Namen nicht erfährt und er nach wie vor der gute alte namenlose Held ist, wie er ja überall im Internet heißt. Und wahrscheinlich auch offiziell, keine Ahnung, irgendwo. Weiß ich nicht. So, was gibt's hier denn Tolles zu holen noch? Ein bisschen Kram, wie es scheint. Lederbeutel für mehr Geld. Geld kann man immer gebrauchen. Danke, danke. Spruchrollen sowieso. Sind immer toll. Gut, dann wird jetzt nochmal geheilt. Ich habe gehört, ein paar Heilkräuter sind dafür jetzt ganz gut. Und ein paar Heilpflanzen, damit wir die guten nicht verschwenden brauchen.
Und für Mana, was war da? Hier, Feuerkraut, genau. Schöne Sache, speichern. Die Lederbeutel möchte ich ganz gerne noch schnell öffnen, einfach damit ich das nicht vergesse dann später. Ja, 400 nochmal, hier bekommt man echt eine scheiße Menge Geld. Und ich glaube, die 5 Beutel daneben sind auch nochmal Geld, oder? Ja, mit 25, also 125. Jo. Ja, fast 10.000. So, aber das ist jetzt wieder hier, genau, Tabakschmerz. Ich überprüfe das nochmal, weil ich habe noch eine rote Sterntafel. Okay. Gut. Dann denke ich mal, dass wir bereit für Raven sind. Muss ich jetzt hier überhaupt noch diese Garderüstung tragen? Ich meine, reicht es jetzt nicht eigentlich vollkommen, wenn ich meine Paladin-Rüstung trage hier drin? Das kümmert doch jetzt keinen mehr, oder? Hier drin sieht mich niemand. Außer natürlich Raven selbst. Moment mal. Womit denn? Hä? Gegenstand. Womit denn? Geistige Irrwege, Raoul, was? Nee, das ist was anderes. Raven, das letzte, ich bin in Ravens Gemisch eingedrungen. Ich konnte gerade noch sehen, wie er hinter einer großen Tür verschwand. Ich konnte ihm nicht folgen. Ich nehme an, dass die Tür zum Tempel Adonis führt. Ich muss Saturas davon berichten. Aha. Das ist gut zu wissen, dass mir das Tagebuch das sagt. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe zu den Wassermagiern und da setze ich den Cut. Der Teleporter ist jetzt zum Glück gleich vor der Tür quasi. Der Tempel Adonis. Ja, ich denke mal, der nächste Part könnte dann schon der letzte Part von dem Add-on sein. Bevor wir dann endlich mit der Hauptstory weitermachen können. Und das Auge Innos aufladen oder was weiß ich. Ich habe eine Garderüstung, ich habe eine Garderüstung. Yeah. Sagt Torus noch irgendwas? Ne, haben wir uns nochmal zugenickt. War nur so ein Zunicken. Hi. Okay. Ihr wechselt wieder eure Position gerade. Hm? Mache ich das Gespräch noch mit Saturas? Ich glaube, ich mache das Gespräch mit Saturas noch. Hey, Kumpel. Hey, du. Wegen Raven. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe! Warum bist du ihm nicht gefolgt? Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual? Ja. Das ist es. Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Du musst zu Myxia gehen und ihm davon berichten. Adanos möge dich schützen. Sehr gern. Myxia, bist du das? Nee, du bist es nicht. Doch, du bist es. Saturas schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Saturas meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung. Du wirst es ihm gleich tun müssen. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen und Quahodron erwecken. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen.
Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft. Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten. Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Hohepriester Kardimon? Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Raven hat es ja auch geschafft. Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahodrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Viel Erfolg, mein Sohn. Das Grab von ihm hatten wir schon. Nur welches von den beiden war das? Also es war eins von den beiden, kam man da unten. Eine von den beiden. Ach, war das die mit den Minecrawlern? Oder die andere? Keine Ahnung, eine von den beiden. Dann teleportiere ich mich da mal hin. Das müsste das sein, genau. Warte. Nein, du verstehst da was falsch. Bitte. Aua. Ey, du hast da was falsch verstanden. Oh, weil ich die Banditenrüstung noch anhatte. Habe ich nach dem Gespräch gespeichert? Wo bin ich denn hier? Warum stehe ich denn hier oben? Habe ich nicht mal nach dem Gespräch mit Saturas gespeichert? Oh. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Okay, super. Super. Dann jetzt vielleicht die Paladin-Rüstung wieder anziehen. Oh, das ist kompliziert. Wenn man das einmal irgendwo vergisst, wird man gleich von der ganzen Gruppe einfach gekillt. So, du chillst jetzt deine Base. Dankeschön. Okay, keine Ahnung. Ich glaube... Nee, es muss das andere sein. Wir hatten ja zwei Steintafeln jetzt als letztes dahin gebracht. Und die eine war ja aus dem... Und nee, Moment mal, war die andere nicht aus dem Sumpf? Die rote... Nee, hä? War nicht Quadron die rote? Ich bin mega verwirrt, keine Ahnung. Ich behaupte einfach mal, dass es jetzt die andere ist. Ich weiß es echt nicht. Wir probieren es im nächsten Part mal. Ich stelle mich jetzt hier so hin, damit ich weiß, wo es hingeht. Im nächsten Part und sage bis dann, liebe Leute, und auf Wiedersehen.